Aufspur, Aufwärtsfahrt. Ist doch gut, mein Junge. Komm her. Und wieder mit der Führung so Kontakt suchen. Komm, mein Junge. Hopp. Ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwas zu sagen. Vielleicht sollten wir den 3 Minuten Musik einspielen und dann nur noch Uli Wegner. Aus der 9., 8., 7., 6. und 5. Runde. Arthur Abraham hat die Mittel, die er aber nicht richtig nutzen kann, um diesen Kampf vorzeitig zu beenden. Wilczewski macht aus seinen bescheidenen Möglichkeiten das Beste, marschiert nach vorn, schlägt ab und zu mal irgendwie auf die Deckung, ohne Arthur Abraham bislang wirklich ernsthaft zu gefährden. Der kann ihn treffen, hat ihn auch schon einige Male klar getroffen. Und die deutlichsten Treffer und die größte Wirkung, wie von Uli Wegner gefordert, das wäre jetzt mit dieser Aufwärtshakenchance gleich wieder da gewesen. Sehr schön, mit links im Ziel. Vielleicht stimmt das auch gar nicht mehr, was Karl Fortsch gesagt hat mit dem Mauerstein in den Handschuhen, aber eigentlich können sich alle, sowohl der Trainer als auch die Weltklasse-Boxer, doch unmöglich so täuschen. Dafür sind die Spuren bei Wilczewski bislang noch ganz gering. Der linke Kopfhaken hat aber jetzt richtig Wirkung. Die Beine weg gewesen kurz bei Wilczewski. Unbeirrt auf dem Weg nach vorn, dorthin, wo er, das haben wir ja gesagt, nachdem wir uns die Kämpfe von ihm angeschaut haben, Henry Maske natürlich auch mit seinen größten Möglichkeiten hat in der Halbdistanz. Arthur Abraham klammert jetzt aber. Weltmeister Henry Maske und auch der Reporter Rieck müssen sich korrigieren. Ich hätte nicht gedacht, Henry, dass wir das so lange sehen. Tja, die Frage, die wir uns alle stellen, die stelle ich mir seit einigen Runden. Ich habe mir eine ganze Reihe von Aufzeichnungen in den letzten Runden und ich nehme nur ein, zwei dazu. Jetzt mal an Bayern dieser Pause, können wir laufen lassen. Wo Arthur, und wir erinnern uns, in früheren Situationen so nachgestiegen wäre, dass dann Ende gewesen wäre. Hier ist, glaube ich, eine Situation aus der 8. Runde. Sollte sein, dass wir gleich noch mal etwas sehen. Den schönen Aufwärtshaken aus der 9. Er führt nicht zum Ende. Die Frage müssen wir uns stellen. Was ist jetzt hier passiert? Ist Wilczewski so stabil, was ich nicht glaube? Oder hat Arthur auch seine wirkliche Stärke verloren? Ja, das Fragezeichen nehme ich gern mit. Ich habe es ja auch angesprochen mit den viel zitierten Mauersteinen in den Handschuhen. Da ist ja wirklich einiges im Ziel gewesen. Und er hat hier ja auch an der Fjörde in Kiel mal in der 12. Runde einen Kampf spektakulär beendet. Er hat hier 2 gewonnen. Einmal, auch das war ein krachender K.O. in der 12. Runde. Hier beim Erfolg gegen Elvin Ayala. Ja, der Wolf aus der Nähe von Breslau ist noch da, aber jetzt hat er wieder einen Aufwärtshaken kassiert.
Und jetzt ist er gleich auf dem Wege zu seinem zweiten K.O., den er kassieren will. Ich staune wirklich, was der wegsteckt an Schlägen. Zumal auch die Spuren im Gesicht gar nicht erkennbar sind. Da sind ja nur einige harte Hände schon bei gewesen. Aber auch der von mir angesprochene James DeGale, der Brite, der Olympiasieger war 2008, hatte viele, viele Treffer im Ziel. Wilczewski sah aus wie nach einem Morgenspaziergang. Sicherlich später in der Nachbereitung dieses Kampfes und wie erfolgt natürlich akribisch beim alten Trainer Fuchs dann noch ansprechen. Ich habe dich darauf hingewiesen, auf diese Aufwärtszeiten, wenn sie kamen, waren sie immer ein probates Mittel, haben immer Wirkung gezeigt, kamen aber viel zu selten. Stattdessen gab es unzählige Serien auf die Deckung und sehr, sehr viel, was nicht den Mann getroffen hat und vorbeirauschte. Auch jetzt wieder trocken eingestiegen mit links, aber ich glaube, er ist weggerutscht. Trotzdem war vorher die Linke im Ziel. Und Abraham spürt, dass Wilczewski jetzt klammern muss und will doch noch in dieser 11. Runde Schluss machen. Gong rettet nicht, in keiner Runde. Wilczewski mit den schwersten Treffern bislang gegen ihn, aber er rettet sich in die Ringpause hinein. Du warst nicht konzentriert. Das war zu heftig. Das war Prügelei, zu heftig. Nein. Nicht so. Er lässt dir Platz und du gehst in die Falle rein. Ich muss auch für dein Geld was tun. Komm her. Okay. Ein langer Recht auf, der ist tot. Und da springst du rein. Hau dir alles immer. Komm her. So jetzt. Du liegst klar hinten. Komm her. Das ist vernünftig. Uli Wegner zieht alle Register. Wir wollen uns auch nicht zu sehr ins Komische jetzt abrutschen lassen. Es ist natürlich ein trotzdem knallharter Sport. Wilczewski hat viele Treffer kassiert. Es war und ist kein Kampf auf absolutem Weltniveau. Einseitig von der ersten bis in diese 12. Runde hinein. Wilczewski war nie in der Lage, Arthur Abraham ernsthaft zu gefährden. Der hat bis zu seinem alten Niveau noch ein Stück Arbeit vor sich. Reicht das schon gleich für den angestrebten Kampf, der ja Ende August, dann am 26. August wohlmöglich stattfinden soll. Ich höre gerade von unserem Regisseur, es wäre der 25. Also schon mal eintragen, den 25. August, gegen Robert Stieglitz. Der wird natürlich auch gesehen haben, was noch alles fehlt. Aber wir wollen nicht ungerecht sein. Er hat den Kampf klar und deutlich beherrscht, Arthur Abraham. Er hatte den Druck, diese WM-Chance, die mögliche, sich nicht aus den Händen nehmen zu lassen, aber hat auch unglaublich viel eben am Ziel vorbeigeschossen am heutigen Tage hier. Und Uli Wegners Ringsatire wird sicherlich dann in ganz anderen Worten noch einmal später in Kienbaum und im Stützpunkt in Berlin dann in Vorbereitung des nächsten Kampfes ihren Ausschlag finden.
Sollte mich wundern, wenn Wojciechowski noch das Zeug hat für den einen K.O.-Schlag. Arthur Abraham hat jetzt natürlich, nachdem er bislang alle Runden gewonnen hat, nur dieses eine Ziel noch, diesen K.O. Und dann sieht ein Kampf eben so aus, wie dieser jetzt aussieht. Eine Minute bleibt noch. Fast froh sein, dass sie die Regel abgeschafft haben, über 15 Runden zu boxen bei den Berufsboxern. Es ändert sich nichts. Arthur Abraham beherrscht Wojciechowski, kann ihn aber nicht entscheidend bezwingen, weil viel zu oft die Genauigkeit fehlt. Am Sieg von Arthur Abraham kann es gar keinen Zweifel geben. Gratulation auch natürlich von der Familie, vom Papa und seinem Bruder. Er hat diese Aufgabe gemeistert. Er hat alle Runden gewonnen für mich. Aber richtig bis zum Ende überzeugt hat er mich nicht. Da ist noch, wenn er wirklich die ganz großen Aufgaben angehen will, Luft nach oben. Er wird gegen einen Robert Stieglitz, der natürlich auch zu treffen ist, der natürlich aber mit einer ganz anderen Arbeitsrate in diesen Kampf hineingeht, der ganz andere boxerische Fähigkeiten hat. Wird das dann nicht vielleicht sogar ein zu großer Schritt sein? Müssen Sie nicht vielleicht sogar noch mal überlegen, einen Kampf dazwischen zu schieben? Aber auf der anderen Seite, Arthur ist auch schon 32. Er wollte in diesem Jahr die WM-Chance. Er hat zumindest vom Ringurteil her alles dafür gemacht. Von der Leistung noch nicht. Also Piotr Wojciechowski, Lob an ihn. 12 Runden überstanden. Müsste am Ende eine 120, 107 geben. Es gab ja noch diesen einen Abzug wegen des Abduckens und der Hinterkopfschläge des Festhaltens. Hier noch mal ein paar Aktionen. Aufwärtshaken im Ziel, der rechte Kopfhaken dann auch noch einmal, aber dann, Sie sehen es selbst, die letzten zwei Hände noch nicht ganz da, wo ein Mann, der die Weltspitze mitbestimmt hat, in der Gewichtsklasse darunter bis 72 Kilo, jetzt in seinem siebten Kampf im Supermittelgewicht hin wollte. Dafür, dass er sich selbst als Diktator manchmal im Scherz bezeichnet, Uli Wegner, war er heute sehr, sehr lieb, aber das wird nicht ganz so bleiben, glaube ich, wie ich den Uli kenne. Da wird er noch deutlicher mit Arthur reden. Kein Zweifel am verdienten Erfolg, wie gesagt. Deswegen große Entspannung beim Manager, das ist ja Wilfried Sauerland, der mittlerweile seit fast 35 Jahren im Boxgeschäft ist. Schon vorher darauf hingewiesen hat, als sie ihn verpflichtet haben 2004. Arthur Abraham kann Weltmeister werden im Mittelgewicht und im Supermittelgewicht. Aber er muss doch mal auf seinen Trainer hören. Jetzt hört er erst mal auf das Urteil von Roman Röll. Meine Damen und Herren, wir haben das offizielle Urteil. Ladies and Gentlemen, we go to the scorecards. Zsotan Enyedi aus Ungarn wertet den Kampf 118 zu 109. 118-109. Michael Leo aus Rumänien as well, 118-109, 118-109. Und Ingo Barabas aus Deutschland, 119-108, 119-108. Für den einstimmigen Sieger nach Punkten für King Arthur Abraham.